Hallo und herzlich willkommen zu diesem wunderbar schönen, minimal kleinen Lotro-Stream. Also, ich habe Herr der Ringe Online damals mal kurz gespielt, als es rauskam quasi mit so einer Sippenkarte damals. War nicht so angetan davon, aber dachte mir, naja, es ist gerade WoW-Pause. Es gibt nicht viel zu tun. Und witzigerweise läuft das im Hintergrund ein bisschen merkwürdig. Und dann dachte ich mir so, okay, dann Performance Override. Okay, was macht das? Sehr gut. Ich sollte vielleicht einfach, ich lasse es einfach so. Alles gut. Ich dachte mir, okay, jetzt ist WoW-Flaute, es passiert nicht viel, machen wir mal einen Free-to-Play-Account in Herr der Ringe Online und gucken uns das Ding mal an. Das ist meine Jägerin Farondal. Wir haben als Free-to-Play-Account, gehen wir mal ganz kurz durch. Also ich habe keine Ahnung, was jetzt alles kann und darf und nicht machen kann und nicht machen darf. Wir haben erstmal nur zwei Charaktere und wir haben nicht alle Rassen und auch nicht alle Klassen. Also wenn wir jetzt auf einen neuen Charakter gehen, dann können wir uns einen Menschen machen, ne? Denn Hochelfen dürfen wir nicht machen. Der sieht halt sehr, sehr cool aus. Also werde ich wahrscheinlich irgendwann vielleicht mal kaufen. Weiß auch nicht, warum da eine Differenzierung ist zwischen Elf und Hochelf. Wir dürfen einen Zwerg machen. Auch sehr, sehr cool insgesamt. Wir haben eine Stout Axe. Das ist auch irgendwie eine Sonderrasse Zwerg. Keine Ahnung, was das sein soll. Wir können einen Hobbit machen. Und den Elf klassischerweise natürlich. Außerdem gibt es noch den Beorning. Und den können wir nicht machen. Das ist auch irgendwie so eine Spezialklasse-Rasse-Kombo. Also der kann auch nur Beorning werden. Und das ist so ein bisschen druidenmäßig, wenn ich das so gesehen habe. Finde ich eigentlich ganz cool vom Ding her. Muss man sich aber erstmal kaufen. Also frischer Free-to-Play-Account. Wir haben nichts freigeschaltet. Ihr seht auch hier, ne, der Runenwächter und der Warden sind zwei weitere Klassen, die man erst kaufen muss, die man freischalten muss. Wie gesagt, also ich habe mich da nicht wirklich mit auseinandergesetzt insgesamt, was es da so gibt. Wir können hier eben, wie gesagt, mit unserer Farondal, der Jägerin, ein wenig rumspielen. Es gibt auch irgendwie Monsterplay, keine Ahnung, was es ist. Hier sieht man einmal, das geht nicht in-game auf, interessant. Es gibt auch irgendwie drei verschiedene Starttasten von Accounts. Also was ich jetzt hier habe, ist eben wie gesagt Free-to-Play-Account. Da sind die meisten Beschränkungen drauf. Dann gibt es den Premium-Account und den VIP-Account. Der VIP-Account ist quasi einfach der Subscriber, also du bezahlst monatlich, um dieses Spiel spielen zu können. Da gibt es natürlich dann die meisten Perks mit drin, also auch alle Klassen und so weiter. Also das ist quasi so das ganze Spiel, ne? Also man hat halt alles freigeschaltet. Und dann gibt es den Premium-Account. Das ist halt jemand, der schon mal Geld für Herr der Ringe Online in irgendeiner Kapazität ausgegeben hat. Also entweder hier eben diese Lotro-Punkte gekauft für echt Geld oder mal subscribed gewesen. Außerdem gibt es irgendwie noch Plugins. Das sind, glaube ich, irgendwelche Add-ons, keine Ahnung. Wir spielen das Vanilla ohne irgendwas und schauen es mal an. Dann können wir jetzt einfach Mittelerde mit dem Charakter beitreten. Wie gesagt, ich habe die schon mal erstellt. Diese wunderhübsche Hochelfe, nein, Elfe, keine Hochelfe. Und mehr habe ich auch noch nicht gemacht. Außer mich mal eingeloggt. Und das war's eigentlich schon, ne? Also mehr weiß ich von dem Spiel eigentlich nicht. Ich habe mir mal noch ein Video angeguckt letztens über das Spiel, einfach um mal zu gucken, gibt es überhaupt noch, spielt das überhaupt noch jemand? Und anscheinend, oh gut, der Chat-Server ist nicht verfügbar. Sehr gut. Sehr gut. Wir sind auch ein Charakter von von Lorien aus, also Lothlorien. Da kann man sich irgendwie aussuchen, wo der Elf jetzt herkommen soll. Man kann auch aus Bruchtal kommen, also aus Rivendell oder im Ladris. Die Bewegungen sind ganz normal, ne, WASD, Leertaste. Ich finde, das Springen sieht komisch aus und gerade auch so beim Landen, ne? Also wir hatten gerade hier irgendwie so
Animation, die nicht laden wollte, keine Ahnung. Es sieht auch alles ein bisschen merkwürdig aus, also gerade auch das Springen, ne? Ihr seht so, das sieht nicht 100% gut aus. Also ich hänge da ein bisschen in der Luft stellenweise. Ja, keine Ahnung. Wir reden mal mit Elrond. Gucken uns das Ganze mal an. Bla bla bla. Ich kann hier nicht bleiben. Continue Quest. Okay, Containers. Die können wir mitnehmen. Rechtsklick drauf und ein Messer und ein Bogen. Wie habe ich das jetzt mitgenommen? Automatisch oder muss ich das alles mitgenommen? I ist vermutlich Inventar. Da bin ich auswendig noch auf O gekommen. Lass mich mal in Ruhe. Nicht mal die hinten. Ah, ich habe sie nicht ausgeblendet. Okay, wir haben ein Messer, das habe ich sogar schon equipped. Wir haben einen Bogen, der schlechter ist als der, den ich equipped habe. Sehr gut. Und ein Messer, das auch schlechter ist als das, was ich equipped habe. Okay. Ah, ich drücke irgendwie immer aussehen auf O. So, Elrond, was hast du denn für uns? Follow Elrond nach Talagan. Okay. Gut. Dann führe mich, mein Freund. Einmal durch das Tor durch. Und da haben wir Talagan. Silberzunge. Okay. Mit Master Talagan Sparren. Okay, was mache ich hier? Den habe ich anvisiert. Und jetzt? Rechtsklicke auf den Gegner. So. Wir haben hier Quick Shot. Ranged. Penetrating Shot. Blindsight. Und kann ich jetzt irgendwie weit genug zurückgehen, um den... Nee, kann ich nicht. Okay. Da scheint irgendwas draußen passiert zu sein. Erstmal will ich jetzt hier die Tipps nicht mehr haben. Türen kann man aufmachen einfach. Das ist gut zu wissen. Ah ja. Okay. Da sind wir jetzt dann draußen wohl einfach. Alter, es ist jetzt mal gut. Ich habe doch gerade gesagt, ich will es nicht wissen. Lass mich doch einfach spielen. Okay, wir haben hier... also die Grafik finde ich jetzt insgesamt nicht so geil, muss ich sagen. Ne? Also, ja, keine Ahnung. Hat, ja, catcht mich nicht so. Ist auch ein bisschen veraltet, ne? Also das Spiel ist ja auch schon relativ alt. Und ich habe schon die HD-Dinger hoch runtergeladen. Muss ich das irgendwie vielleicht noch einstellen? DirectX 11. Ist nicht mal DirectX 12. Ultra High habe ich gemacht. Windows Resolution, das ist eigentlich alles automatisch eingestellt. Anti-Aliasing, komm, Alter, Anti-Aliasing, Junge. Das muss doch mal sein. Ohne das geht's ja wohl nicht. Also das wäre, ist ja richtig blocky sonst. Enthelben, bist du Enthelben? Ja. Da vorne ist ein, was bist du, ein Ogre? Bin dir gefolgt, Dude. Ich bin dir doch gefolgt. Komm. Der braucht auch ewig, um dieses Tor aufzumachen, ne? Also ist auch nicht so der Burner. Kann ich Auto... Gibt's ein Auto-Walk? Ist das Numb? Ne, Numb ist es nicht. Ja, gut. Da muss ich, glaube ich, nochmal in die Tastaturbelegung reingucken. Optionen. Social Options, Quickslot, Input, Keymappings. Move Forward, Kamera. Okay. Was ist denn das für eine Taste 1? Hä? Jump, Walk Mode, Block, Run Forward. Oh, das wollen wir noch haben. Jetzt müsste ich doch... Ja, sehr gut. Okay, jetzt kann ich mit dem reden. Dude, was hast du für mich? Gar nichts einfach. Sehr gut. Doch, oder? Nee, okay, der hat wahrscheinlich eine Quest, die ich noch nicht... die ich noch nicht abgeschlossen habe. Da ist der Dohand-Zwerg. Den habe ich kaputt geprügelt. Sehr gut. Brauche ich 5 von... Wo sind denn die? Bist du? Ja, also ich habe irgendwie so den Nahkampf wahrscheinlich und einen Fernkampf. Glaube ich. So... Leveling up. Okay, so weit sind wir noch nicht, ne? Wir sind noch nicht level up. der Durhand-Zwerg. Pew Pew, was bist du?
Den haben wir sehr schön kaputt geprügelt. Ab raus, wie ich Erfahrung bekomme, Dude. Ganz ruhig, ganz ruhig. Setzt er das automatisch irgendwie ein, oder? Also ich habe einen Autoangriff. Scheint. Warum erklärt er mir denn immer noch, wie ich level? Es ist doch mal gut. So, dann schießen wir nochmal ein bisschen auf die Zwerge. Piu, piu, piu. Da habe ich sie alle geschafft. Hier. Okay. Wer bist du jetzt? Wo ist denn eigentlich mein anderer Kollege? Dem müssen wir die Quest abgeben, oder? Halt mal die Fresse hier. Was bringe ich denn? Irgendwas hat wieder geshakt den Boden. Arundal, blablabla. Der letzte Kampf kommt jetzt. Für uns. Also es ist das Tutorial, ne, übrigens. Obwohl irgendwie ein Tutorial. Uah! Fuck you, Mann. Der Schneetroll. Okay. Elbereth at Helen Christ, okay. So, Viech, wieso denn? Alter, das ist ja recht relativ antiklimaktisch. Bist du Elrond? Du bist Elrond. Junge, Elrond haut rein. Glaube ich. Keine Ahnung. Also ich glaube wirklich, das Spiel hätte vom... Es hätte mit stilisierter Grafik, hätte es echt profitiert. Ich meine, guckt euch mal die Haare an, ne? Also... Ja, ist halt eine flache Textur. Also flaches Model mit Textur drauf. Nicht so geil. Ich finde auch hier so die Gebäude und so, das sieht halt alles nicht so geil aus insgesamt, ne? Es ist halt realistische Grafik von 2000, was auch immer. Das macht es ein bisschen, es nimmt mich echt ein bisschen raus. Ich meine, guckt euch mal diese matschigen Texturen hier von den Bergen an, die sind recht eckig und alles. Man merkt bei dem Spiel leider das Alter. Und das finde ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Also, ich glaube, es würde einfach mehr... The ruined testament to the greed of Skorgrim Dauerhand. 600 years after its fall, dwarves inhabit the ancient halls in the mountains, and Elrond of Rivendell, sensing a threat, has sent his sons Elrohir and Eladan along with a company of elves to investigate. Okay, sehr schön. Ist eine Karte eigentlich? Wo bin ich gerade? In Thorin's Tor. Da ist Ethelion, da war ich gerade. Thorins Halle. Und nach Eredluin. Gibt es irgendwie eine... Ach guck mal, es gibt eine Übersichtskarte. Also hier ist Eredluin. Da müsste doch da... Guck mal, da ist Bruchtal. Da sind die Tore von Moria. Oh, die Misty Mountains. Sehr schön. Auch Angmar. Ist Angmar da? Ich dachte, Angmar ist östlich vom Nebelgebirge. In Ovanion irgendwo. Dachte hier irgendwo. Da müsste doch, ist da nicht der Eret Mithrin, der Lonely Mountain? Ist das nicht hier? Dale, ja genau, da ist er. Erebor. Sehr schön. Lothlorien gibt's auch. Dol Guldur. Und Mirkwood, sehr schön eigentlich. Da hätte ich echt Bock, mal Isengard. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Und Gondor. Gondor haben wir auch mit einem Mordor. Sogar Mordor. Baradur. Die Mordor ist anscheinend... Also kann ich zumindest nichts anklicken. Guck mal, Minas Morgul kann ich anklicken. Also Spielwelt bin ich auf jeden Fall sehr, sehr großer Fan von. Ich bin ja riesen Herr der Ringe-Fan und Tolkien-Fan. Dol Amroth. Minas Tirith. Sehr schön. Also da bin ich, das finde ich echt cool. Also wie gesagt, die Spielwelt von Herr der Ringe finde ich einfach generell nice. Aber Rohan kann ich auch nicht anklicken. Warum nicht? Kann ich nicht Rohan anklicken? Da ist Isengard, da ist Helm's Deep, Edoras. Angorn. Das gehört irgendwie zu Rovanion. Keine Ahnung, weiß auch nicht, was soll. So, Eriador haben wir Bree. Guck mal, da ist Hobbingen. Im Auenland. Wir sind jetzt hier in Eredluin. Ja,
Finde ich cool. Bin ich mal gespannt, ob mich das Spiel catcht oder nicht. Gut, dann nehmen wir mal die Quest an. Gut, wie oft willst du mir das denn jetzt noch sagen? Ah, ich habe das ausgestellt immer. Ah. Sehr gut. Medium Armor Smith. Habe ich gar nicht. Kann ich nichts kaufen. Du bist ein Bogen-Dude. Der bringt mir nichts. Der würde mir was bringen, aber da habe ich... Ich habe überhaupt kein Gold. Alles klar. Bringt mir nichts, hier zu reden mit denen. Irgendwas einzukaufen. Training Dummies. Auch nicht. Du? Ein Layering-Ding? Gibt es hier Layers? Keine Ahnung. Haben wir noch? Guck mal, hier haben wir den Lot-Restore. Okay, der geht gar nicht mehr in-game auf. Oder geht der generell nicht in-game? Keine Ahnung. Also ich folge jetzt mal diesem Pfeil. Welchem Pfeil muss ich jetzt folgen überhaupt? Guck mal, da oben ist doch hier der Pfeil, oder? Ist das der Quest-Pfeil? Was ist das da? Ist das der Quest-Pfeil? Mit Ella dann. Sohn von Elrond muss ich reden. Ah nein, das ist gar nicht der Quest-Pfeil. Das ist der Tagel-Pfeil. Gut, dass es sowas auch gibt. Okay, es ist ein bisschen verwirrend, finde ich. Worin's geht. Wo muss denn da jetzt hin? Questlog. Okay, kann ich das irgendwie markieren? Okay, wenn ich das aus dem Tracker rausnehme. Dieser Fall da immer noch da. Also das ist schon mal kein Questfall. Gut. Okay, ich kann 40 Quests haben, aktiv, und 5 Dailies. Das kann man wohl auch erhöhen, okay. Fellowships sind, glaube ich, irgendwie, Ah, guck mal, da ist er doch, oder? Eladan, mit dem muss ich reden. Ich muss was aussuchen. Leder wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich Lederrüstung. Sehr gut. Inventory Management, accept. So, Mädchens Insight and Riddle of Elrond's Dream. Okay, da habe ich aber hier... Hey, du bist auch wieder nur Eladan, ne? Ich finde das irgendwie ein bisschen verwirrend, muss ich sagen. Ich möchte gerne Shit auf der Karte angezeigt bekommen. Wäre nicht schöner. Hallo, Rocktool. Mein Bild ist gefroren. Ja, geil. Danke dafür. Sehr gut. Was soll denn das? Warte mal. Das umstelle. So. Er kriegt das irgendwie nicht erfasst. Automatisch hin? Sucht nach automatischer Quelle. Vielleicht darf ich keine Spielaufnahme nehmen. Sehr gut, also ich habe es eben mal getestet und dann ging es. Also entfernen wir das mal. Machen mal eine dünne Fensteraufnahme. Mal gucken, ob es damit besser geht. Neue Quelle. Schauen wir mal. Streamlabs OBS. So, jetzt geht's wieder, oder? Schauen wir mal. Geh mal vor dem. Ja, scheint wieder zu gehen. Keine Ahnung, was das ist. Ja, danke OBS. Danke Herr der Ringe Online. Finde ich ja schön, wenn sowas passiert. Okay, jetzt muss ich mit dem Dude reden irgendwie. Das Rätsel von Traum, bla bla. Der Elfen von Elrond, bla bla bla. Ethelion. Okay. Ich muss mit Elfen reden. Bist du. Ja, kann ich bei dir irgendwie Shit verkaufen auch? Da, verkaufen. Oh, das brauche ich alles nicht mehr. Das reparieren. Muss ich auch nicht reparieren, alles gut. Und wie muss ich denn jetzt reden hier? Ein Zwerg, du hast keine Ahnung von dem Scheiß. Wo sollen die sein? Bei Ethelion, ne? Elronds Traum.
Aethelion, wo ist Aethelion? Ist doch hier, oder? Also Aethelion komme ich her. Wenn ich jetzt in die Richtung gehe. Ihr merkt, ich bin richtig pro in dem Game. Ich habe volle Ahnung, wo ich hin muss. So, das ist doch Aethelion hier. Das war doch das Tutorial quasi. Dachte ich. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich finde die Grafik halt nicht so geil. Also dieser realistische Look von 2000 irgendwas. Da sind Tore. Okay, mit dem kann ich auch nicht reden. Also, keine Ahnung, ich finde das Spiel oder generell viele Spiele sind einfach mit stilisierter Grafik deutlich schöner. Da oben ist ein Tor. Ja, okay, ich darf dieses Tor nicht aufmachen. Ich habe den Schlüssel nicht. Sehr gut. So, ich gucke immer mal jetzt zwischendurch, ob das noch... Kann ich, dass das nicht geht? Ja, finde ich auch, ne? Also sowas wie zum Beispiel Zelda Wind Waker oder so. Das sieht auch immer noch gut aus. Und das hier finde ich halt einfach, keine Ahnung, also es geht, ne? Es ist jetzt nicht kompletter Augenkrebs, meiner Meinung nach, aber es war damals halt schon dated, ne? Also ich kann mich noch erinnern, damals, als es rauskam, ne? Sah es halt schon nicht so geil aus. Geht's denn da eigentlich jetzt lang? Wo müssen wir überhaupt jetzt hin, verdammt? Das Tor? Hier. Mit dir kann ich auch nicht reden, oder? Ja, blöd. Also, ich meine, wie gesagt, ich bin ein riesengroßer Herr der Ringe-Fan. Aber irgendwie... Guck mal, da muss ich hin, oder? Guck mir das an. Guck mal, da ist rot. Das sieht doch gut aus, oder? Thorins Tor. Ja. Man kann auch sich irgendwie einen Mount irgendwann kaufen, glaube ich. Und mehrere Taschenplätze. Du? Inventory Crafting. Was kann ich denn? Crafting. Naja, ich habe gar keinen dafür. Gut. Westlock Hobbit Presents. Okay. Ah ja. Ich habe ein Hobbit-Geschenk. Was jetzt bekommen? Ich habe ein Hobbit-Geschenk. Silber. 2 Gold. Sehr gut. Und EP. Was nicht machen. 1:1 Dunmorok. Ja. Sieht ein bisschen danach aus, wirklich. Vollkommen recht. Thorins Hallen. Eredluin. Wir sind jetzt halt hier hinten. In Eredluin. Und das ist die ganze Spielwelt bis jetzt. Also keine Ahnung, was da noch geht. Der Waffenschmied. Kann ich denn nicht mit... Ah, guck mal da. Mit der kann ich reden. Ah ja, jetzt schicken die mich hier einfach rum. Dorollas. Weiß ein Name, Alter. Was ist mit dir? So, und jetzt kann ich wieder zu dem Eladan. Gut, Dude. Haben wir ein Level Up? Ich glaube, wir haben ein Level Up. Level 2. Sehr gut. Intro, honing your skills. Okay, was mache ich damit jetzt? Was muss ich tun? Arg. Dieses Spiel ist irgendwie WoW und irgendwie auch nicht. Klassentrainer. Hier, wo finde ich den? Ah, der Warden-Trainer ist da. Oder müsste hier doch auch irgendwo der Champion-Trainer? Guardian, da ist der Hunter-Trainer. Okay. Hunter's Penetrating Shot. Hunter Skills kann ich noch gar nicht, kann ich noch keine haben. Was mache ich da jetzt? Den penetrierenden Schuss.
Wo sind denn meine Leisten hin? Hatte ich mal Fähigkeiten? Ah ja. Den drehender Schuss. Welcher ist das? Der da? Big Shot? Da, okay, was muss ich tun? Was brauche ich denn dafür? Ich habe keinen Fokus. Wie kriege ich denn Fokus? Jetzt habe ich Fokus. So, bam. Sehr gut. Ist abgeschlossen. Da kriege ich einen Kurzbogen. Oh, der sieht nicht schlecht aus. Den DPS. Das sind alles 10 DPS, ne? Ein Dolch. Ich glaube, ich mag das Schwert lieber haben. So. Kann ich jetzt mit dem irgendwie reden? Was hat er denn im Shop? Auch nicht. Kann ich hier? Hunter Skills? Habe ich auch keine. Okay, dann wollen wir doch mal den neuen Bogen equippen. Das neue Schwert equippen. Ah, ich kann 2 haben. Sehr gut. Sehr gut. Wo muss das, was muss ich das überhaupt tun? Ja, okay. Habe ich jetzt gemacht, oder? Ja, habe ich. Okay. Die Quest zeigt mir halt irgendwie nicht so ganz an, wenn ich fertig bin. Der Scheiße. So. Lotristor. Der geht immer nur auf eine... Nicht in-game aufmachen. Nee, der macht immer... Der macht immer eine andere Dings auf. Akzeptieren wir die mal. Kann man das irgendwo einstellen in Optionen oder so, dass der in-game bleiben soll? Gut. Graphics. Advanced Graphics. Ja, also das ist übrigens das Maximum, ne, was geht an Einstellungen. Antisotropisches Texturfiltering. Also viel mehr geht halt wirklich nicht, ne? Das ist das Schönste, dass das Spiel, wie das Spiel aussehen kann. Das ist fast schon schade. Das ist fast schon schade. Bisschen traurig, ne? Aber okay. So, was muss ich jetzt tun? Dorniel. Wo ist Dorniel? Mal hier irgendwo, oder? Oh, ne, das ist Dorollas. Dorniel? Hallo, Dorniel. Wo ist denn die Troller? Ist hier irgendwo? Die Ruinen von Ethelion. Okay, da muss ich jetzt doch da rein, wo ich gerade eben gewesen bin. Sehr gut. Sehr schön. Ja, man kann diesen Store auch irgendwie Nein, ich möchte den nicht in einem externen Browser aufmachen. Ich wollte ihn eigentlich in-game aufmachen, um das mal zu zeigen. Will er nicht, hat er keinen Bock drauf. Hobbit Presence. Also man kann irgendwie jeden Tag so eins von diesen Hobbit-Geschenken mitnehmen. Und bekommt dann da irgendwas Cooles bei raus. Ja, genau, finde ich halt auch. Also, ich meine, es sieht halt... Sieht okay aus, ne? Also, es ist jetzt nicht das schönste Ding. Nithiel. Okay. Muss ich wahrscheinlich hier einfach durchgehen. Es könnte halt schöner sein, ne? Das ist so mein Problem mit dem Ding. Könnte schöner sein. Aber ich verstehe auch, warum man als Entwickler keinen Bock hat, hier nochmal irgendwas reinzustecken, ne? Ich meine, es ist halt nicht mal nur die Texturen, die schöner sein könnten. Ne? Gerade so die Berge und so, die ganzen Models müssten halt überarbeitet werden. Und das ist halt eine Menge Shit, den man tun müsste. Okay. Die silberne Mine nach Westen. Nicht da, oder? Es ist hier. Kann ich dieses Tor aufmachen? Nee. Hast du gesagt, westlich, Dude? Ach, da, okay. Da muss ich erst wieder raus. Sehr gut. Ja, genau. Guild Wars 2 fand ich auch ganz hübsch, aber auch da, wie gesagt, ich mag halt echt stilisierte Spiele deutlich lieber, weil du dann halt nicht so schnell siehst, wo das Spiel kaputt geht. So an den Ecken und Enden.
erst wenn sie halt, also auch bei WoW gibt es halt ähnliche Probleme, gerade so mit Feuer und so, ne? Das Feuer sieht halt realistisch aus und dann sieht es halt scheiße aus. Das ist so ein bisschen das Problem. Das Wasser in WoW zum Beispiel finde ich ultra schön. Aber auch Guild Wars hat halt andere Probleme. Ich finde, so das perfekte MMO oder so ist jetzt noch nicht gefunden. Ich meine, WoW macht Spaß, ich mag es unheimlich gerne. Sonst würde ich es nicht so lange spielen. Aber auch das hat da bin ich tot, wahrscheinlich. Okay. Ich bin nicht tot. Gut. Tumpel ein bisschen. Aber ich habe noch volles Life. Keine Ahnung, was da los ist. Will mich nicht beschweren. Okay. Tumpelstilzchen. Was soll denn das? Guck mal, hier. Ist da? Ah ja, okay. Sehr gut. Ja, finde ich halt auch, ne? Also, ich will ja nicht, es gibt genug Leute, die das Spiel noch spielen und die Spaß dran haben und ich will denen nicht ins Müsli kacken, ne? Also, definitiv nicht. Ich finde, das Spiel hätte ein grafisches Update wahrscheinlich verdient. Gerade was Animationen angeht und so, was halt die Umgebung angeht, lohnt sich wahrscheinlich einfach nicht, ne? Hä, ich bin doch in der Mine. Dachte ich. Also, wie gesagt, ich bin riesengroßer Tolkien-Fan und allein die Welt von Herr der Ringe und... Ah ja, da ist die Tür zur Mine. Mal allein diese Tür, die sieht so zweidimensional aus. Das ist halt echt nicht hübsch. Und ich meine, klar, das Spiel ist halt... alt, ne? Es ist wirklich einfach alt. Aber das heißt ja nicht, dass man das nicht mit der Zeit irgendwie auch verbessern könnte. Also meine Meinung. Mein WoW macht das ja auch ständig. Das Spiel ist auch von 2006. Ne? Und Herr der Ringe Online war auch so eins der ersten, sag mal, WoW Klone, im Anführungszeichen. Ne? Also das Spiel ist ja auch nicht jung. Also das ist ja nicht erst irgendwie gestern released worden oder so, sondern das ist ja auch schon, keine Ahnung, 2008? Vielleicht? Nicht? Muss ich den Körper von dem einen Dude finden? Ein Höhlen, was auch immer. So, ja, ich finde auch das Bezahlmodell. Ah ja, kann ich die mitnehmen einfach? Ja, kann ich. Ja, ich glaube auch, irgendwo so um den Dreh. Wo ist denn jetzt der Körper? Körperus? Ich dachte, der wäre jetzt hier. Gehen wir einfach mal tiefer in die Mine. Also es ist... Ja, ne? Man will den Leuten halt auch nicht ins Müsli kacken. Oh, guck mal. Also, die Locations finde ich schon ziemlich cool. Ne? Also hier diese Mine, guckt euch mal diesen Troll an, der hier einfach so random drinsteht. Das ist halt cool. Aber dann schaut man sich diesen Troll mal an, ne? Und man sieht halt jede Naht, ne? Man kann die Pixel... an der Textur fast zählen. Und klar, das Spiel hat nicht so den, sag ich mal, selben Stellenwert wie andere MMOs von den Spielerzahlen. Ne, und dann kann man vom Ding halt auch verstehen, dass das hier geldmäßig das nicht möglich ist oder so. Kann ich hier noch irgendwo reingehen? Er sagt mir, hier geht's irgendwie weiter. Jetzt gar nicht. Bin ich verwirrt. Wenn ich da runterspringe, sterbe ich? Wahrscheinlich, ne? Ähm.
Ja, kein Plan, wo dieser Körper liegen soll. Irgendwo in der Mine, hieß es. Also hier, da muss es doch irgendwo runtergehen, oder? Das kann doch nicht sein. Wir sind ja wieder auf dem Weg nach draußen. Also das geht ja schon mal gar nicht. Jetzt ist die Möglichkeit, da runterzuspringen und zu gucken, ob man stirbt oder nicht. Denn das da überhaupt für ein Buff? Crafting Experience Bonus Weekend, okay. Also die Entwickler scheinen ja noch aktiv zu sein, ne? Keine Ahnung, also es erinnert mich auch vom Grafikstil so ein bisschen an dieses eine Herr der Ringe, die Gefährten-Spiel, was ich mal hatte. Guck mal, hier sagt mir die Karte, aber hier geht's weiter. Hier geht's gar nicht weiter. Der lässt mich hier auch nicht runterspringen. Also ich könnte hier nicht mal runterspringen, selbst wenn ich wollte. Okay, der ist blau. Guck mal, bitten wir den mal. Ich bewege mich doch nicht. Lass mich doch. Okay. Einen Unterschied gemacht. So, die Minimap scheint irgendwie komplett Banane zu sein. Hier. Irgendwas muss ich ja übersehen haben auf dem Weg. Kann ja nicht anders sein. Ich habe zumindest den Körper nicht gefunden. Ah ja, ich musste nur diese Dings mitnehmen, oder was? Die Blume mitnehmen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Klar, dass ich dann keinen Körper finde. Ich dachte, ich muss den Körper finden. Also zum Beispiel diese Höhle, ja. Ich finde die vom Ding her ganz cool. So, dass man da unten halt sehen kann, okay, die Höhle geht weiter. Ja, da geht's tief runter. Finde ich cool. Warum nicht? So. Von dem Environment-Design bin ich echt angetan. Finde ich super. Es ist halt nur schade, dass es alles blocky ist, ne? Also, auf einem Rechner von damals, kann ich mir vorstellen, war das schon so sehr anspruchsvoll, das in dem Umfang zu rendern, wie es jetzt aussieht, ne? Aber, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ist halt nicht mehr zeitgemäß, ne? Wenn du das MMO jetzt seit, keine Ahnung, wie lange das jetzt schon gibt. Jetzt mal, ich google mal kurz. Lotro Release. 24. April 2017. Ne? Also es gibt seit 14 Jahren dieses MMO. Da muss halt zwischendurch auch mal ein Grafik-Update kommen. Also meines Erachtens nach definitiv. Das muss halt wirklich mal überarbeitet werden. Guck mal, das sieht halt nicht schön aus. Hier, wenn halt wirklich hier guck mal, wirklich die Kante sehen kannst. Also, klar, es ist eine Menge Arbeit und wahrscheinlich lohnt sich das auch überhaupt nicht. Was soll ich denn hier jetzt? Okay. Weiß nicht, was das jetzt war, aber irgendwas wird es gewesen sein. Keine Ahnung, gibt es da irgendwie Mods oder sowas, die das schöner machen? Nicht. Also ich meine, ich bin ja vom Ding her überhaupt keine Grafikhure, ne? Also, ich mag ja auch Spiele, die, sagen wir mal, grafisch jetzt nicht so der Burner sind. Okay, den kann ich, glaube ich, nicht verkaufen. Weil ich dann nämlich über dem Goldlimit bin. Mein Goldlimit liegt bei 2 Gold für Free-to-Play-Accounts. Ja, also, keine Ahnung. Gibt es wirklich einfach keinen Fallschaden? Laufe ich wirklich einfach nur ein bisschen langsam, wenn ich falle? Guck mal, hier, zack. Hui! Flums. Nö. Kein Fallschaden. Sehr gut. Da ist diese rote Blume. Okay. Ah ja, einfach die Straße lang gehen mit den Blumen. Muss ich jetzt jeder einzelne davon mitnehmen?
Weiß ich nicht. Also dann hat sich das Runterspringen, glaube ich, nicht unbedingt gelohnt. Eine Minute. Ah ja, okay. Das heißt, ich kann jetzt nicht ausweichen und nicht blocken und sowas. Das ist eigentlich eine ganz coole Lösung. Auch wenn ich es trotzdem komisch finde. Weil auch für den Herrn der Ringe gelten dieselben Physikregeln, ne? Ich kann, ich meine, guck mal, ich bin verlangsamt. Ich habe eine schwere Verletzung am Bein. Ich humpel nur noch. Aber ich kann springen. What? What? Ja, keine Ahnung. Also bis jetzt, wie gesagt, kein großer Fan. Aber mal schauen. Vielleicht wird es ja einfach noch, ne? Vielleicht macht es ja einfach irgendwann mega Spaß, mega Sinn. Ne, es ist halt so ein stinknormales Tap-Target-Spiel. Es ist halt auch Free-to-Play, ne? Jetzt Level 10. Nicht rollen? So. Blablabla. New Skills. Ja, schön. Muss ich wieder zurück, oder was? Thorins Halle. Okay, dann muss ich aber nach Thorins Halle laufen, nehme ich mal an. Bergold. Blablabla. Im Süden von Thorins Tor. Spiegelgormir. Blablabla. Okay, dann müssen wir wirklich nach Thorins Halle. Oder ich, guck mal, hier steht er doch. Valin! 10 Lotre-Punkte. Okay, nehmen wir. Da haben wir 10 Lotre-Punkte bekommen. Okay, das muss ich, das ist Shop-Zeug. Brauche ich nicht. Okay, dann müssen wir weiter nach... Guck mal, da kann man, glaube ich, Pferde kaufen, ne? Ja, also, es ist Free-to-Play, ne, von daher ist es nicht so schlimm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also, gut, Star Wars, ne, also SOTOR ist nicht so alt, ist 4 Jahre jünger, aber hat halt auch leicht, einen anderen Grafikstil vom Ding her und... Da muss ich gar nicht hin, oder was? Und ich finde, Star Wars The Old Republic sieht einfach immer noch gut aus. Also das Spiel ist auch schon über 10 Jahre alt und es ist leicht stilisiert und es sieht immer noch gut aus. Auch wenn ich mit den Schatten da ein bisschen Probleme habe, aber es ist halt nicht so blocky. Keine Ahnung. Ich meine, der Charakter an sich, ja. Huch, was hast du denn jetzt gemacht? Der Charakter an sich, der ist ja gar nicht mal so hässlich, ne? Also die Haare sind nicht so schön, aber die Augen sind ganz hübsch. Guck mal, sogar die Ohren vom Ding her kann man so fast durchgehen lassen, ne? Also das sieht ja an sich okay aus. Ja, nicht für den Spielercharakter leider. So, wo ist denn jetzt der hier? Da muss ich den, wirklich den Store aufmachen. Gormere. Er ist der Steward von Thorins Halle, aber wo ist der denn? Weil das ist ein Jägertrainer. Haben wir irgendwelche neuen Skills? Haben wir nicht, ne? Gut. Ja, keine Ahnung, wo ist der denn? Hä? Ist das der Dude einfach? Soll ich jetzt nochmal mit dem Dude reden, der mir gerade gesagt hat, ich soll mit ihm reden? What? Mir gerade die Quest gegeben, dass ich mit dir reden soll, oder was? Nein, das ist Trigvi. Ich muss den einfach finden, oder was? Der Evil? Evil? Der ist überhaupt nicht evil. Ich dachte, der wäre evil. Meine Güte. Kareril.
Ja, also wie gesagt, das Spiel könnte mit einem Grafik-Update, könnte es, glaube ich, nochmal richtig nice sein. Da könnte man wirklich nochmal ordentlich was rausholen. Also, ich meine, guck mal, das Feuer zum Beispiel. Das sieht doch eigentlich okay aus. Also, könnte schöner sein, aber sieht okay aus. Kann man machen. Ja, mach's gut, Rocktool. Schön, dass du da warst. Gut, die Bäume, ne? Auch nicht so hübsch. Ich reiß hier schon so ein bisschen zu viel rum. Ja, also ich sehe bis jetzt halt nicht, warum man Herr der Ringe online spielen sollte über sowas wie Star Wars The Old Republic. Also bis jetzt sehe ich nicht, was dieses Spiel besser macht als andere Spiele, also als andere MMOs auf dem Markt. Ich sehe nicht, was Lotre besser macht als zum Beispiel WoW. Bis auf, okay, das eine ist eben Warcraft und das hier ist Herr der Ringe, also Tolkien. Und gegenüber Klassik leider, ja, stimmt. Ne? Also ich sehe halt nicht, was es besser macht, so vom Ding her. Auch das Bozal-Modell finde ich halt nicht geil bis jetzt. Also Star Wars, wie gesagt, sehe ich sehr viele Dinge, wo ich sagen würde, ja, das ist definitiv ein Ja, ich wollte hier runterfallen, das hatte ich geplant. Okay, das ist jetzt eine kürzere Duration. Also, es hat halt schöne Ecken, ne? Das sieht halt, diese hübschen Kristalle hier. Ich meine, stellt euch das mal. Allein dieses Environment, diese Szene, ne? Wir haben hier eine richtig cool überwachsene Statue von einem Zwerg. Wir haben diese mega coolen Zwergenlampen. Ja? Und so eine, ja, in Anführungszeichen unwirtliche Höhle. Wo geht's denn hier lang? Die Berghold. Da will ich doch gar nicht hin. Gut. Also das Environment finde ich super, aber stellt euch das Ganze doch mal bitte vor mit einer schönen Beleuchtung, ne? Also richtig, richtig gutes Licht. Weil so ist, mir ist das insgesamt zu hell. Das ist eine dunkle Höhle und es ist zu hell. So. Die Beleuchtung ist überall, wo sie nicht sein sollte. Ja, wie gesagt, also ich glaube, man kann echt aus dem Game viel mehr rausholen, als hier gemacht wird. Von der Grafik her. Auch von der Stimmung her. Also ich. Hier bin ich doch wieder am Ausgang. Ich muss einfach Fledermäuse töten. Sehr gut. Ja, also wie gesagt, ich sehe halt nicht, wo der Vorteil hier drin sein soll. Gegenüber Star Wars, was halt auch Free-to-Play ist. Wo man aber vom Ding her deutlich fairer auch behandelt wird, vom Pricing her, ne? Also alleine, dass ich in Star Wars, bin ich einmal Subscriber und bekomme alles an Patch-Content halt gratis, ne? Und wenn ich dann nicht mehr Subscriber bin, auch hier. Der Schrein wird wahrscheinlich unten sein. Ich bekomme halt sämtliche Patches und Expansions gratis und darf sie behalten. Dafür kann ich halt verschiedene Items nicht anziehen oder sowas. Und muss mir das halt kaufen, diesen Perk. Ja, okay. Gommere. Ich muss wieder zu Gommere zurück. Also wie ich das sehe, muss ich hier jede Expansion irgendwie kaufen oder so. Hätte auch einfach hier gehen können, sehr gut. Gehen wir mal. Yeah. Also wie gesagt, ich bin komplett für Herr der Ringe.
Und ich würde mir halt einfach wünschen, dass das Spiel... Aber wo muss ich denn für die Quest hin? Da. Aalstein, ne? Okay. Ritualsteine, sind die hier drin? Ja, die sind auch wieder hier drin. Naja, die hätte ich vielleicht vorher annehmen können. Wäre vielleicht schlau gewesen. Okay. Ah ja, da ist schon mal ein schwarzer Stein. Sehr gut. So, also ich stehe hier langsam und hole den Stein. Also das Interface zum Beispiel finde ich okay. Ne? Also Interface ist in Ordnung. Man hat hier seine Leisten. Man hat hier Auto-Attack-Mode. Quickshots und so. Es ist Standard. Ist jetzt nichts Barbarisches, ne, aber ist okay. Man kann mit dem Standard-Interface das Spiel spielen ohne Probleme. Wüsste jetzt auch nicht, warum man Add-ons haben wollte. Also Plugins in dem Fall. Bräuchte ich nicht. Ja. Das muss man sagen, finde ich. In WoW brauche ich Add-ons. Da ist das Basisspiel nicht unbedingt so ausgelegt, dass ich ohne Add-ons das Ganze spielen könnte. Aber hier finde ich es in Ordnung. Also es ist halt ein Standard-Interface bis jetzt. Die Karte finde ich auch verbesserungswürdig. Also ich meine, so, wenn man sich die so anguckt, die ist schön. Ja, die ist, visuell ist die in Ordnung. Die zeigt mir aber irgendwie nicht so viel. Und ich finde auch hier, ne, es könnte von ein bisschen Stilismus einfach Gebrauch machen. Ne, ich habe jetzt hier diese vier großen Gebiete, Rovanion, Eriador, Gondor und Mordor. Dann klicke ich da drauf, dann habe ich hier verschiedene Untergebiete. Aber ich sehe nicht wirklich die Abgrenzung von den Gebieten. Das fände ich halt ganz cool, wenn ich jetzt sehe, okay, keine Ahnung, Eredluin geht bis zum Fluss meinetwegen, ne? Und dann sehe ich, okay, der Fluss ist so die Grenze, aber ist es ja irgendwie auch nicht, ne? Das Auenland fängt dann da irgendwie schon an. Also da halt ein bisschen mehr Details reinbringen und das Ganze, also, guck mal, da ist die Wetterspitze, fände ich halt vom Ding her besser, wenn das so halt wie eine Karte aussehen würde einfach, ne? Und nicht, also, nicht farbig, sondern halt einfach so eine alte, vergilbte Karte auch so ein bisschen, mit wo halt Grenzen eingezeichnet sind und so. Das fände ich cool. Ist da ein Bogen dabei? Stab kann ich eh nicht nehmen. Dann nehmen wir mal das Schwert. Kippen das mal. Ja, sehr schön. Dann haben wir hier alles gemacht. Es ist halt, ne, man muss auch immer sagen, es ist ein Kind seiner Zeit, dieses Spiel. Okay. Interessant. Gut zu wissen, danke. Ja, also die Karte gefällt mir halt nicht so, vom Stil her. Und wie gesagt, die Grafik insgesamt, das muss auch, also, das ist halt wirklich nicht mehr zeitgemäß. Und ich verstehe auch wirklich, dass das mega viel Geld kostet. Balin. So eine Grafik mal abzudaten. Ist mir egal. Verstehe ich auch. Ist auch überhaupt kein Ding. Aber es ist halt wirklich... Es reißt einen auch einfach raus. Ne? Man will halt... Man ist halt auch so ein bisschen bessere Sachen gewöhnt. Vom Ding her. Und ich habe keine Ahnung, wie der Content Release ist. Eichlor. Also... Wie häufig kommen hier neue Patches? Was muss ich tun? Da ist ein sterbender Bär. Also ich glaube, das Ding könnte halt einen 2.0 Release gebrauchen. Das haben sie ja mit Final Fantasy zum Beispiel gemacht, ne? Ja, das ist quasi Classic. da haben sie ja auch gesagt so, nee, das Spiel funktioniert nicht. Wir schmeißen das komplette Final Fantasy Online nochmal weg und machen nochmal einen neuen Release draus. Und das hat das Spiel, keine Ahnung, nicht gespielt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber für viele Leute hat es das Spiel einfach deutlich verbessert nochmal. Und, ja. Keine Ahnung, ich glaube, das würde Herr der Ringe Online auch gut tun. Einfach zu sagen so,
wir machen jetzt mal ein Jahr lang, gibt es keine Updates mehr. Wir überarbeiten das komplette Spiel einfach mal. Ich glaube, das würde einfach gut tun. Und das würde auch wieder Leute anziehen, ne? Neukunden. Weil, ich meine, ich vom Ding her habe halt so ein bisschen, ich bin halt Tolkien-Fan. Ich habe so diese, den Willen halt auch, das mal auszuprobieren und so. Aber viele Leute, denke ich, ja, die halt auch nicht mit so einer Grafik aufgewachsen sind, die halt moderne Spiele gewohnt sind oder die jetzt von Star Wars kommen, von WoW kommen. WoW hat gerade eine Flaute, ja. Da spielen nicht mehr so viele Leute jetzt gerade, weil halt einfach, ne, Luft ist raus, neuer Patch braucht noch ein bisschen. Dann sucht man sich halt was anderes zum Spielen. Und Leute, die halt von WoW kommen, fühlen sich vom Ding her erstmal angesprochen, weil das Kampfsystem ist sehr ähnlich. Ja. Tap-Target-Ding, machst du nichts falsch. Hier wäre noch eine Quest gewesen, ne? Muss ich erst den zumachen, wirklich? Argus. Ah ja, okay, kann ich... Ist egal, kann ich gleich auch nochmal. Also ich bin mit so einer Grafik vom Ding halt aufgewachsen, ne? Also N64 und so, das war halt so mein Ding. Das ist jetzt ganz woanders. Gucken wir mal, ob wir hier die Bargäste finden. Bist du einer? Ja. Und das, mir macht das vom Ding her nicht so viel aus, wenn ein Spiel halt scheiße aussieht. Ich finde es okay. Ist jetzt, ich meine, ist nicht geil. Aber ich will jetzt auch nicht sagen, so, ich brauche miserable Grafik in einem Spiel. Also ich würde mir wünschen, dass das Spiel mehr Liebe bekommt, ne? Also die Welt von Tolkien und Herr der Ringe, die ist unheimlich toll, die ist unheimlich tief. Die hat in meinen Augen auch mehr Anziehungskraft als sowas wie Warcraft, ja? Herr der Ringe ist deutlich mehr im Mainstream verankert und D64 gespielt. Ja, ja, kann ich verstehen. Nee, also... Hier habe ich da noch nichts angehabt. Die habe ich schon ausgetauscht. Ich denke einfach, das Spiel hält sich zurück. Sich selbst. Vom Potenzial her. Das finde ich schade. Da muss ich halt leider wirklich sagen, WoW macht das besser. Und auch andere MMOs machen das besser. Und es ist immer schwierig, mit so einem alten Spiel in einem Genre sich durchzusetzen, wo halt ständig neue Sachen rauskommen. Also ich habe auch wieder angefangen, DC Universe Online zu spielen. Und das Ding hat ähnliche Probleme. Also auch da ist die Grafik nicht mehr hübsch. Ja. Ne? Das ist halt, da kommt halt Floaty Names, super. Da kommt halt auch dann so Diskrepanz dazu, ne? Wenn du halt sagst, so, die alten Gebiete überarbeite ich gar nicht, die neuen Gebiete mache ich dafür ein bisschen schöner. Das ist falsch. Das ist komplett die falsche Einstellung, weil die neuen Gebiete sind mir als neuem Spieler scheißegal. Ja? Die sehe ich nicht. Das ist nicht das, was ich, wenn ich dieses Spiel aufmache, sehe. Ich sehe die alten Gebiete, ich sehe das Intro. Und ich sehe, boah, ey, das sieht nicht geil aus. Und dann sehe ich so dieses veraltete Tap-Target-System und denke mir so, ja, das sieht nicht geil aus. Merkstone-Tunnel. Ich dachte gerade, ich könnte mit ihm reden. Er hatte irgendwie einen Ring über sich. Hat er sich wohl anders überlegt. Und das nimmt mich halt weg, ne? Das sagt mir als potenziellem Kunden, dieses Spiel ist alt. Es sieht alt aus, es fühlt sich alt an. Und wenn sie aber ihr Hauptaugenmerk nicht auf neue Gebiete legen würden, sondern sagen würden, wir überarbeiten die alten erstmal. Gerade so die Start-Sachen, ne? Dann halt zu sagen, so, die neuen Kunden, das ist das, was sie zuerst sehen. Die sehen die alten Gebiete. Wenn ich dann schon sehe, pff, ja, nee, ne?
das sollte man wirklich einfach ein bisschen verbessern. Aber wie gesagt, meine Meinung, ne? Also, ich meine, das kann auch seinen Charme haben, ne? Ich meine, es gibt auch genügend Leute, die WoW spielen und sagen so, die Levelgebiete in Cataclysm gefallen mir gar nicht. Obwohl die halt, ne, alle nochmal upgedatet sind, grafisch hübscher aussehen und so weiter. Die sagen halt so, ja, ich will mein altes WoW haben. Oder ich level unheimlich gerne in Burning Crusade, weil das Ding sieht halt immer noch kacke aus, so. Verglichen mit... Ups. Wollte hier runterfallen. Das war geplant. So verglichen mit modernem WoW, ne? Und ich glaube, da gibt es halt auch Leute, die... Junge, warum kommst du an? Die halt sagen so, Herr der Ringe braucht es nicht. Oder ich will das gerne... Oder ich will nicht gerne, dass das hier überarbeitet wird. Klar, so diese Nostalgiker, ne? Gibt's halt immer. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es würde dem Spiel echt helfen, ein grafisches Update zu bekommen. Und vielleicht auch ein bisschen so das Bezahlmodell sich mal ein bisschen anzupassen. Ich glaube, ich habe zu viel gepult. Ich habe hier irgendwo noch Tränke oder sowas. Was bringst du? Mana Potion. Bist du eine Life Potion? Moral. Moral leben? Moral. Doch, Moral scheint Leben zu sein. Okay. Auch sehr merkwürdig. Warum nennt man das Moral? Warum nennt man das nicht einfach HP? So, man macht so viel. Man copiert so viel von den anderen Spielen. Da könnte man auch einfach sagen, so. HP, MP, fertig. Outfits. Also Transmog gibt es auch, das ist sehr gut. Wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Der Ausgang. Wo ist der Ausgang? Wittergeist. Also, ich glaube einfach, das Spiel hat Potenzial. Ich finde es schön. Guck mal hier zum Beispiel. Dieser Tunnel. Allein dieser Tunnel, ne? Wir haben... Gucken wir uns das... Meine Ego-Perspektive, kann ich das irgendwie ausblenden, das Interface? Ist egal. Dieser Tunnel sieht einfach... Der sieht vom Design her ziemlich cool aus. Wir haben hier vorne ein bisschen Kerzen, ne? Da kommt ein bisschen Kerzenlicht hin. Wir haben diesen Tropfen, der hier immer runterkommt. Wir haben hier einfach Wasser, ja? Schönes Wasser. Und wir sehen so, wir schlagen Wellen. Und designtechnisch finde ich das super. Ja, aber guckt euch doch mal an, wie hell das Ding ist. Hier, dieser eine Kerzenhalter, ne? Und der hier und der hier, so, die erhellen diesen Raum vielleicht. Aber es sieht nicht nach Kerzenlicht aus, die Beleuchtung. Es sieht überhaupt nicht nach Kerzenlicht aus. Ich sehe überhaupt keine Schatten oder sonst irgendwas. Ja, es sind 100 Watt Kerzen wahrscheinlich. Keine Ahnung. Also... Ich glaube, man könnte auch aus der Grafik noch mehr rausholen mit realistischerer Beleuchtung oder so. Halt einfach nur mal eine Höhle, die dunkel sein soll, dunkel zu machen. Ne? Oder hier dieser Geist, ja, der leuchtet. Gelb. Warum strahlt er nicht Licht ab? Und die Textur am Boden, die ist lächerlich. Die kann ich nicht retten, sorry. Die kann ich einfach nicht retten. Hier ist anscheinend eine Sackgasse. Schreien. War ich hier? Benutze ihn mal. Keine Ahnung, was man damit macht. Ein böser Geist. Okay, der jedem, der zu lange scheißt, in die Eier beißt. Möglich. Kannst uns nicht besiegen. Doch, habe ich gerade. Okay. Was hat mir das jetzt gebracht? Nichts? Gar nichts? Überhaupt nichts? Finden wir es heraus. Vielleicht habe ich irgendwie einen Buff bekommen oder so. Ah, ist da Respawn. Sehr gut. Ja, also... Ich habe halt nicht das Gefühl, dass das irgendwie Bedrohung ist. 100% Wärme, ja. Sorry. Mit Grafik-Engine-Überarbeitung kommen? Vielleicht. Ja, das wäre cool. Das find ich nice. Also, wie gesagt, es gibt so viel Shit, so viele Leute, die sich halt mega für
für Herr der Ringe interessieren. Weil, man überlegt mal, ja, wann kam Herr der Ringe raus? Also, das Buch. Ne? Das Buch ist ewig alt. 50er, ne? Und es ist einfach immer noch mega beliebt. Es ist ein Franchise, das es immer noch gibt. Und das ist auch wahrscheinlich lange nachdem ich tot bin, noch geben wird. Das muss man sich halt einfach geben, ne? Es gibt keine neuen Bücher im Herr der Ringe-Universum, ne? Weil Tolkien ist halt tot. Er kann nicht mehr schreiben. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Aber tote Menschen schreiben keine Bücher mehr. Klingt ein bisschen merkwürdig, ist aber so. Ja, siehst du? Bin gut. Im Datenraten, da ist der Luto. Nehmen wir mal den Helm mit. Oh, der greift mich an da oben. Gar nicht gesehen. Ja, also das... Man kann halt mit Beleuchtung allein schon so viel rausholen, ne? So dieses Moodlighting. Und auch das... talk to Dvalin wieder. Und auch das macht WoW auch nicht gut. Also, muss ich auch einfach mal so sagen, ne? Und auch Star Wars, also viele MMOs machen auch Beleuchtung nicht gut. Also, klar, man will halt von einem MMO die Grafik so niedrig wie möglich drücken, damit so viele Leute wie möglich spielen können. Ist wirklich diesen Debuff bekommen? Fußball-Weltmeister. Nice. Nice. Ja. Ich meine, es ist einfach klar, dass ich als Firma möchte, dass mein Spiel auf so vielen Rechnern wie möglich läuft. Und dann ist auch klar, dass ich sowas wie Raytracing zum Beispiel nicht in meinem MMO drin haben möchte, weil das ist eine Technologie, die ist zu neu, die ist noch nicht ganz ausgereift, so komplett. Viele Rechner können das noch gar nicht. Viele Leute haben nicht mal einen Rechner, der das überhaupt kann. Ne? Ich meine, ich bin mega Gaming-Enthusiast und ich habe das nicht. Ja, ich habe kein Raytracing in dem Rechner drin. Und das wird vielen Leuten auch so gehen. Und dann ist klar, dass ich das nicht unbedingt einbauen möchte. Aber naja. So, okay, jetzt warte ich hier ewig, um die zu versorgen. Olin. Balin ist tot, ne? Balin ist nicht tot. Bin ich mir ganz sicher. Balin müsste tot sein. Bei den ganzen Zwergen habe ich auch ein bisschen die Übersicht verloren, muss ich zugeben. So. Impending du. Ich möchte Navy. Blau. Blau ist schöner. Okay. Das ist eine Solo-Quest. Sehr schön. Thorgrims Grab. Dann machen wir mal gucken. Schauen wir uns das mal an. Da ist Dvalin. Folge Dvalin. Also, ich meine, guckt euch mal diese Zwergenhallen an, ne? Wie geil das einfach mit richtiger Beleuchtung aussieht. Sie haben sogar Spiegelung hier unten drin. Ich verstehe es einfach nicht. Also, ich ralle nicht, wo liegen denn die Sachen hier? Also, wo hat der Entwickler gesagt, so, das ist ein Feature, das will ich in meinem Spiel haben als Grafik, und dann gesagt, so Reflexion im Boden, finde ich geil, nehme ich mit, aber die Blitze zum Beispiel sehen scheiße aus oder so. Also, ne? Es fühlt sich halt so ein bisschen so an, als wären da mehrere Leute gewesen, die gesagt haben, so, das hätte ich gerne und das hätte ich gerne und das hätte ich gerne. Und dann hat einer gesagt, so, ja, das brauchen wir nicht oder das brauchen wir nicht und das will ich haben. Keine Ahnung. Also, mir erschließt sich halt nicht, warum man sagt, oder warum man dieses eine spezifische grafische Feature haben möchte und anderes nicht. Gerade zum Beispiel auch bei WoW, ja. Ich ziehe immer WoW, weil ich damit am meisten Erfahrung einfach habe, ziehe ich es gerne ran.
Ich kann WoW auf ultra niedrig stellen von den Grafikeinstellungen. Ich stelle einfach die Textur noch und das Spiel sieht Bombe aus. Oder gefühlt Bombe. Und das Gefühl habe ich hier halt nicht. Ich meine, Vorteil ist, es läuft halt, ne? Also, ich würde mal sagen, Herr der Ringe Online läuft auf jedem Rechner. Das läuft auf einer Kartoffel. Also, so wie Klassik eigentlich, ne? Das kann auch seinen Vorteil haben. Dass man keine Performance-Einbrüche und sowas hat, ne? Aber ich weiß nicht. Also ich würde es wirklich in Kauf nehmen, schlechtere Performance zu haben und dafür eher, ja, keine Ahnung, schlechtere Performance zu haben, aber dafür schönere Grafik zu haben. Ja, sogar dein PC kriegt das hin, ohne Probleme. Ich glaube, du bräuchtest nicht mal eine Grafikkarte hierfür. Das würde einfach auf der On-Chip-Grafikkarte von Intel laufen. Sehr sicher. I have awoken. Skorgrim. Weiß nicht mehr, wer du bist, aber ist okay. Wir sind hier nicht für die Story. Wir sind hier nicht für die Story. Devanin. Also ich werde gleich vielleicht nochmal einen Zwerg... Ich weiß nicht, ob es verschiedene Startgebiete gibt oder so. Moin. Moin, Zwergi. Ohne Graka gespielt. Läuft, ne? Läuft. So, muss den jetzt töten? Hallo? Hallo, Dvalin. Dvalin, wo bist du? Da, Dvalin. Auf geht's. Der ist evil. Den müssen wir töten. Elben und Zwerge teilen sich das Startgebiet. Okay. Also haben nur Menschen und Hobbits was anderes. Ah ja. Gut, und dann gibt es ja noch die Björnlinge. 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 Keine Ahnung. Da ist noch ein Evil. Evil-Tour. Ja. So. Ja, also muss ich sagen, bis jetzt macht es mir auch nicht so viel Spaß insgesamt. Also ich finde es cool. Finde es nett. Es ist vielleicht für zwischendurch mal wieder was. Aber ich habe mit Star Wars und auch mit DC Universe Online mehr Spaß gehabt. Free-to-play. Und die Limitierung finde ich auch nicht so schön. Also, ich bin immer für Free-to-play-Spiele, für Free-to-play-MMOs, wenn sie halt, wenn die Einschränkungen in Ordnung sind. Also, in Star Wars hast du einen Credit-Limit von 1 Million. Das ist in Ordnung. Damit kommt man weit. Und hier habe ich ein Limit von 2 Gold. Und ich bin jetzt bald bei 1 Gold, glaube ich. Dann will ich nicht. Ich will auch einfach nur sehen, wo sehe ich denn mein Gold? Wahrscheinlich gerade gar nicht. Die Tür wird wahrscheinlich gleich aufgehen irgendwie. Eladan und Elro hier. Vielleicht mache ich gleich nochmal ein Hobbit. Und guck mir das mal an. Nochmal das andere Startgebiet. Also, ich habe als Free-to-Play-Spieler halt nicht alle Klassen, nicht alle Rassen. Rassen finde ich ja auch, ist ja überhaupt kein Problem, ne? Rassen habe ich überhaupt kein Problem mit, dass ich die nicht habe. Klassen finde ich immer ein bisschen schade. Habe ich bei DC Universe Online leider auch. Da kann ich auch nicht alle neuen Klassen spielen, ohne sie zu kaufen. Aber okay. Finde ich in Ordnung. Und den Beorling, den kriegt man irgendwie auch dazu. Aber selbst wenn ich jetzt Bock hätte, ja, selbst wenn ich sage so, ich will jetzt wirklich anfangen mit Herr der Ringe Online, ich will da tief reinkommen, ich will das zocken allein, dass ich eine Expansion für 25 Euro kaufen muss. Ein harter Tobak, ne? Also Minen von Moria kosten 25 Euro. Mit Shop-Punkten, die ich mir dann kaufen muss, wo ich halt auch nicht exakt das rausbekomme, was ich brauche, sondern tief reinkommen. Ja, Giggity heißt das. Giggity. Ja, also ich kann mir die Shop-Punkte vom Ding her nicht mal so kaufen, dass ich mir dann für 25 Euro das Ding einfach kaufe, sondern ich müsste mir dann quasi für 30 Euro so gefühlt Punkte kaufen, um für 25 Euro dann das Add-on kaufen zu können. Und das machen viele Spiele so.
Und ich finde, das ist ein Ding, das ist mega unfreundlich dem Spieler gegenüber, dem Käufer gegenüber. Klar macht das aus einer Sicht von Publisher und Developer Sinn. Ich will, dass die Leute mehr ausgeben, als sie brauchen. Ja, will ich, finde ich toll, weil dann kriege ich Geld, ohne Leistung zu bringen. Und das macht Star Wars auch in einem Ingame-Shop. Ja, ich will jetzt nicht komplett auf Herr der Ringe scheißen, ja, sondern das machen andere MMOs auch. Auch Guild Wars hat da sowas ähnliches, so ein ähnliches Konzept. Mit Edelstein und so. Aber das lassen wir mal so, ne? Also ist egal, ob andere Spiele das auch machen. Ich finde, es ist keine gute Praktik und sie hält leider zu viel Einzug in zu viele Spiele. Und ich finde es blöd. So. Ja? Das ist einfach, ich finde es einfach nicht gut, dass das gemacht wird und das möchte ich einfach mal so stehen lassen. Ohne jetzt noch mehr auf Herr der Ringe zu scheißen. Vom Ding her, ja, das Level-Design, das Layout, finde ich super. Ich mag das echt. Ich finde diese, gerade hier, ne, so, ich fühle mich einfach wirklich in Herr der Ringe. So, ich finde diese Zwergenhalle hier, die scheißt mir wirklich einfach Zwerg ins Gesicht, ja. Ich sehe das, du bist ein Zwerg, ja. Das hier ist Zwerg. Finde ich toll. Und muss man auch wirklich sagen, finde ich toll. Da gibt es noch eine neue Quest. So. Damit habe ich jetzt Reputation bekommen. Mit Cardor reden. Wo bin ich denn jetzt? Iriador? Okay. Da unten bin ich. Sehr gut. Okay. Auch noch eine Quest für mich. Okay, da kann ich gerade nichts machen. Da. Ardavor. Okay, ich habe eine Deed completed. Sehr schön. Great. Ah. Das Spiel hat mir gerade zu viel auf einmal gemacht. Stationary Long-Ranged Hunter. Das finde ich eigentlich mid-ranged. Mobil finde ich gut. Nehmen wir. Ist gekauft. Ich habe einen Punkt. Kann ich hier. Und zum Fokus. Und das ist Range Damage. Machen wir einfach Range Damage mehr. Drei. Ja, alles gut. Race Trades. Die haben wir auch. Die haben wir noch nicht. Bis Level 13. Virtue Trades. Auch nichts gerade. Sehr gut. Olog. Sprich mit Artal, dem Nähe von, wo bist das? Eren Hethil? Wo ist das? Ah! Wenn ich das jetzt ausblende. So, wo blinkt das? Hallo? Avorthal. Oh, zu den Grauen und Furten. Man kann zu den Grauen und Furten. Das ist cool. Okay, hier ist Shire. Okay. Aber wo ist denn jetzt der Dude, mit dem ich reden muss? Und da oben ist vielleicht noch jemand. Singler. Aha. Wer bist du? Mithril Trader. Mithril habe ich, glaube ich, nicht. Ingler. Er hat auch eine Quest für mich. Aber ich will auch meine Quest abgeben. Spricht mit Athal. Nenhelith. Das ist hier oben, Ered Luin? Das ist nicht in Thorins Tor. Ich sehe halt gerade wirklich da. Nee. Hä?
Ohne Spaß, ich sehe es nicht. Overwatch-Skins geholt, nice. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wo ich hier hin muss. Ja, Dude, wenn du mir sagen würdest, wie ich da hinkomme, wäre schon ganz nett. Lore Master. Trainer. Umkeeper, Trainer, Burglar, Captain. In meiner schon wieder. Warum bist kein Zwerg gefallen mit? Ja. Gut. Mag halt Elben. Sorry. Die sind hübscher. Die sind einfach hübscher. Crafting. Okay, also. Ich bin gerade komplett lost, wo ich hin muss. Gib's ja zu. Karte von Kelondim. Heiler. Okay. Gibt auch irgendwie eine Badenklasse und so. Ja, Spitzohr bin ich immer dabei eigentlich. Das ist ein bisschen ein Problem. Spiele ich in WoW, spiele ich doch auch Blutelf. Also. Gigedi. Kollege Gigedi. Warmaster. Champion. VIP-Rewards. Den kann ich nicht kriegen, weil ich kein VIP-Dude bin. Da ist der Jäger. Hi. Was hast du so für mich? Gar nichts. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Was hast du so in deinem Shop? Plus im Dunkel. Die kann ich, glaube ich, alle nicht... Kann ich noch nicht kaufen. Alles gut. Da ist ein Stallmeister. Hallo? Stelle. Okay. Kann ich alles nicht. Gut, Elf. Ja, Mann. Sorry, aber ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Von daher lassen wir es erstmal hierbei. Und machen uns mal einen neuen Charakter. Mensch oder Hobbit? Hobbit finde ich auch ganz nice. Minstrel. Und Sänger. Burglar finde ich ganz nice. Wächter. Jäger. Und der Mensch. Der Mensch kann auch noch ein Captain sein, ne? Oder ein Champion. Wollen wir mal ein Champion ausprobieren? Captain ist Support. Champion ist Damage. Burglar ist Advanced. Und Support. Ich glaube, Captain sieht eigentlich ganz geil aus. Loremaster könnte man auch sein. Sieht mehr so nach einem Caster aus, ne? Warden. Warden ist ein Tank. Glaube. Guardian ist auch ein Tank. Ich glaube, ich will den Captain. War natürlich weiblich, warum auch nicht, ne? Ich zeig dir mal die Zwerge hier. Da. Mit Bärten. Ah ja, man kann den gar nicht weiblich spielen. Okay. Was war das? Was war das? Ein Neich wurde von Loa. Ah ja, okay. War wahrscheinlich ein Bot, ne? Ja. Hobbit, achso, Mensch wollte ich. Und Champion fand ich ganz cool. Aber wir machen Captain. Captain, mein Captain. So. Aber man kann sich übrigens auch angucken, ne? The Captain is a masterful leader, a commanding presence who strengthens her allies, but she is also skilled in the use of arms. Her battle cries strike fear into the hearts of her enemies, while her allies rally to her banners of war. Ja, danke, Chlor. War sehr nett. Es gibt, ja, okay, Zwergforscher. Okay, bitteschön. Calling the mountains and hills home. The dwarves are a sturdy folk. Dour-handed warriors, but also crafters of great skill. Many of their ancient halls lie in ruin, but their battle cry still resounds across Middle-earth. Baruch Khazad! Khazad Aimenu! So, hätten wir auch das. Dann machen wir hier, Captain, mein Captain.
So, und wollen mal hier. Also man kann sich hier verschiedene Köpfe aussuchen, bla 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 blub. Verschiedene Frisuren. 21 sogar, das sind echt eine ganze Menge. So, Chaos. Baruch Kazat. Augen. Ja, finde ich eigentlich so in Ordnung. Augenbraune. Die Lippen kann man sich aussuchen und die Details. Was sind die Details? Ah ja, das sind Narben. Und Scheiß. Junge. Also ich, so eine Narbe finde ich ganz cool. Ja, die finde ich nice. Augenfarbe. Die können keine blauen Augen haben. Dann machen wir grün. Haarfarbe. Machen wir mal so. Zack, Name. Haben die denn? Ah, ich kann mir noch aussuchen. Breland, Daland, Gondor. Komm, wir sind Gondor. Wir sind aus Gondor. Dann können wir blaue Augen haben. So, nice. Hier, Gondor. Da gibt es eine witzige Geschichte über den Bruder einer Freundin von mir, der mit besoffenem Kopf einem anderen Kumpel ins Gesicht gefurzt hat und dabei ganz laut gebrüllt hat, für Gondor! Ah, sehr schön. So, wie nennen wir das denn jetzt mal? Das gute Ding. Gilrean, Gilrain und Ioreth. Anor Dal. Ich hab keine Ahnung. Morell gibt's übrigens schon, leider. Guck mal, wir nehmen hier einfach so Morell. Dann machen wir hier mal ein Yell dran. Morell Yell. Finde ich gut. Zack. Gibt's noch nicht. Passt, wackelt und hat Luft. So. Dann gucken wir nochmal uns jetzt die Menschen an. Also das andere Startgebiet. Und dann entscheide ich, ob ich das Spiel weiterspiele oder nicht. Vielleicht warte ich dann noch einfach ab, bis das Update kommt irgendwann. Schauen wir mal. Hey, what? Nice. Sehr nice. Okay, ich muss immer noch die Tipps kriege ich immer noch. Okay, ihr seid evil. Nicht? Achso, ich muss erstmal looten. Loot ist gut. Alles mitnehmen. Du bist nicht besser. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Strider. Bist du wirklich Strider? Nein, du bist nicht Aragorn, Dude. Du bist sicher nicht Aragorn. Combat. Oh ja, ich muss. Bam! So. Ja, ne? Fand ich auch. Er ist halt nicht Aragorn, oder? Sieht halt null aus wie Aragorn. Ich meine, ich hätte es auch mega gefeiert, wenn sie die originalen Sprecher bekommen hätten. Also, Viggo Mortensen und so. Wäre halt schon geil gewesen. Kalandins Captors, okay. Aragorn. Aragorn, ja. Er ist, glaube ich, auch Aragorn. Okay. Bam. Ich weiß, wie man uplevelt, tut. Ja. Zack, nimm das und das und das. So will ich das sehen. Kann ich eigentlich heilen? Rallying Cry. Ja, doch, scheint so. Können wir anscheinend heilen. Sehr gut. Bam. Nimm diesen in mein Gesicht, also in dein Gesicht und so. Realismus und so, ja. Okay. Stirb. Jetzt habe ich mich geheilt. Ich wollte mich gar nicht heilen. Ich bin voll. Sehr gut. Stinkender Dieb. Ja, so ungefähr, ne? Alandil Brandybug. Ah ja. Närrischer Tuck, ne? Hier? Hat der geredet?
Folge dir. Alles gut. Ah, okay. Also, Sackville Baggins, den mögen wir nicht, ne? Also, ganz klar nicht. Sorry. Der bleibt da. Den nehme ich nicht mit. Fuck, die hat den mitgenommen. Okay, wenn ich das gewusst hätte. Sackville Baggins, das mögen wir nicht. Fickt euch. Die lassen wir. Ryder und Amdir. Okay. Das ist ein Nazgul? Das ist ein Nazgul. Hä? Die Nazgul sind doch tot, verdammt. Hä? Also... Das spielt doch nach Herr der Ringe, oder? Hm. Ah ja, guck mal, die Flammen werden auch... Oh, die werden viel zu früh gekalt. Sehr witzig. Dúnedain. Hat da keinen Ton? Doch, eigentlich schon. Also ist es nicht vertont? Nein. Nur ein bisschen. Warte mal, ich hab's, glaube ich, ich muss mal kann in den Audioeinstellungen mal ein bisschen umpopeln. Soundeffekte runter, Musik runter. Ambient Sound runter. Runter. Voice-Over lasse ich hoch. Dann drehen wir es mal ein bisschen lauter. So. Jetzt müsste es eigentlich gehen. Also jetzt sollte man es eigentlich besser hören. Der ist tot. Oh no! Nee, ich glaube, die hat irgendwie keine... Da kommt der Sound. Wounded by a black rider, the ranger Amdir escaped with his charges into the wild, making his way back to the village of Archet. There, Captain Brackenbrook, a retired sellsword, has allowed Strider and his companions to stay and take respite from their cares. Okay. Goodness, you're awake. That fellow on here seems very ill. Hey, wo bin ich da? In Breland, okay. Bla bla bla. Hunting Lodge. Glaube ich alles instanziert, ne? So. Amdir. Er sieht schon ein bisschen aus wie Aragorn, ne? Vom Ding her. Do not trouble yourself on my account. It is only a chill. There are too aber ich dachte eigentlich, das spielt nach Herr der Ringe, aber anscheinend ja nicht. Anscheinend ja nicht. So, Captain Brackenbrook will not heed my warnings. Captain Brackenbrook. I don't like the look of those rangers one bit. Okay, jetzt muss ich hier mit dem reden. Wer bist du? Kate. Endseed. Ich meine, ich will ja nicht sagen, dass es ein schlechtes Spiel ist, ne? Aber es bleibt hinter meinen Erwartungen ein bisschen zurück, muss ich sagen. Was ist passiert? What can I do for you? Nicht viel. Nicht viel, Dude. Also es bleibt echt ein bisschen hinter meinen Erwartungen zurück. Wenn man sich so Herr der Ringe MMO vorstellt, dann weiß nicht. Greetings. Weiß auch nicht. Äh, 14 Jahre. Ziemlich genau. Aber WoW ist älter, ne? Alas for peaceful folk everywhere. It is an enormous task to convince them that Level up with evil intentions. Will commit evil Captain deeds. Trainer. Before you try to fight, you must ach, learn what skills you may from the trainer. Ja, aber auch für so alt sieht's halt, ne? Nicht gut aus.
Also ich habe momentan irgendwie 100 Millionen MMOs installiert, witzigerweise. What's your name? Ein Battle Shout. Ein Battle Shout. Okay. Battle Shout. Roar! Devastating Blow. Juhu! Greetings. Achso, ich kann mir jetzt aussuchen, ich möchte gerne das Schwert haben. Schwert finde ich schöner. Zack. Ja, hat sich gelohnt. Strider. Ja, also, aktuell habe ich installiert DC Universe Online, Black Desert Online, WoW, das hier natürlich, DC Universe Online, Star Wars The Old Republic, habe ich alles schon mal gesagt. Die habe ich aktuell aber installiert und switche mal ein bisschen zwischen hin und her. Ja, Black Desert macht auch vom Ding her ein bisschen, macht auch Spaß, aber auch nicht so ganz. Also ohne Leute, ich weiß nicht, ich finde immer ohne Menschen, mit denen man MMO zusammenspielen kann, ist MMO halt immer kacke. Von daher. The Calder Cop. King's Foil. Ah ja, Athelas. Well, if it isn't the rumor monger. Was muss ich tun? Wölfe töten. Ein Wolf. Yep. Bam. Teso. Teso habe ich nie gespielt, muss ich sagen. Ist das auch Free-to-Play eigentlich oder muss ich es kaufen? Okay, irgendwie jetzt. Hier tun. Da muss ich Athelas sammeln. Phönixkraut. Hilft bei Nazgul-Verletzungen. Wissen wir. Ich glaube, das kauft man ja. Na, mal gucken. Vielleicht ist es irgendwann mal in Amazon Prime drin. Black Desert Online ist gerade auch in Amazon Prime mit drin. Ich habe es aber schon länger. Bei Steam war es mal kostenlos mit drin. Seitdem habe ich das. Und ja, da ist doch Phönixkraut. Morrowind. Morrowind ist in Teso, glaube ich, mittlerweile auch drin. Aber ich bin auch einfach kein großer Elder Scrolls-Fan. Also, ist nicht so meins. Dann halt wirklich Herr der Ringe. Das, also, wie gesagt, ich stehe mega auf Tolkien. Ich bin da sehr gerne drin. In der Lore, in der Story. Aber, wie gesagt, das hier ist halt, es bockt nicht so 100. Na, da ist halt auch unter anderem das Problem, es spielt sich halt wie ein mega altes MMO. Ne? Halt alles so WoW-Klon. Genauso wie bei Star Wars. Ne? Star Wars ist ja vom Ding her auch nur WoW-Klon. Also vom Kampfsystem und so weiter her. Und auch da bockt es mich halt nicht immer. Manchmal aber. Und Star Wars ist halt auch eine Lore, die ich mega gerne habe. Muss ich noch irgendwas machen? Ja, muss hier hoch. Ja, weiß nicht. Also, wie gesagt, ich sehe mega Potenzial in dem Spiel. Müsste halt nur mal abgedatet werden. Auf einen modernen Stand gebracht werden und dann war's das. Durchsuchen wir mal das Banner. Sehr gut. Der Wolfmeister. Du denn? Also ich glaube, man könnte ja auch eine sehr coole ja, es, wie gesagt, SOTOR spiele ich auch immer noch. Ich mag das Spiel, es ist toll. Es ist halt wirklich einfach ein gutes Spiel. Hui.
Ein Sith-Inquisitor. Ja, ich hab's ja auch mal gestreamt längere Zeit. Ja, will damit auch wieder anfangen, ein bisschen mehr. Mal gucken. Ich wollte ja eigentlich samstags immer streamen. Und, das mache ich meistens auch. Also habe ich mir vorgenommen jetzt. Und, dann wollte ich ja nochmal Call of Cthulhu die Sachen weitermachen und so. SWTOR, nein. Hat gar kein Abo-Modell mehr. Kannst du Free-to-Play spielen. Also, Star Wars hat das geilste Free-to-Play-Modell überhaupt. Finde ich echt super. Und wenn du mal Abo bist, oder... Ja, früher hattest du das Abo-Modell. Und, also wenn du einmal bei Star Wars Abonnent bist, bekommst du alle Expansions, die zu diesem Zeitpunkt rausgekommen sind, permanent. So. Das heißt, wenn du jetzt sagst, so, ich will jetzt SWTOR Abo abschließen, dann bekommst du bis 6.3er Content alles. Du kannst alles spielen, für immer. Finde ich super. Richtig geil. Du hast halt als Free-to-Play-User immer so ein paar Einschränkungen, aber ich finde die nicht so schlimm. Ich finde die in Ordnung. Danger has found you earlier than I predicted. I cannot decide which is more dangerous right now. Calder Corps treachery or the ignorance Otto, of der Captain Brigant. Brackenbrook. Den hier. Also mal schauen, ne? Oi, you there! Let me go! Calder Corp can vouch for me! Mal schauen, ob ich bei dem Spiel bleibe oder nicht. Mal gucken, was sie da so ankündigen. Calder Corp has been loyal to me. Also ich glaube wirklich, wenn sie das Spiel einfach ein bisschen hübscher machen würden, würde ich da auch mehr Zeit investieren wollen. Omdir looks so changed since last night. Hey, you there! Verband. Sind alle da unten. Die Animationen sind halt mega clanky, ne? Das Springen sieht komisch aus. Nicht. Also wenn sie das Ding nochmal in einer halbwegs vernünftigen Grafik-Engine machen würden. Ich wette einfach, dass da würden so viele Leute mehr spielen wollen. Es gibt sogar einen Lotro Store, den kann ich halt nur im externen Browser aufmachen. Ja, kann ich verstehen. Ich habe zuerst WoW gespielt und dann kein Star Wars mehr gespielt, weil es halt einfach nur ein WoW-Klon ist, vom Kampfsystem her. Und naja, ne? Es vergeht einem halt schon ein bisschen die Lust zwischendurch. Aber 7 von 8 Klassen habe ich durchgespielt von der Story her. Noch eine. Müssen wir weitermachen irgendwann. Hallo, Seroniak. Schön, dass du da bist. Auf so LAN-Partys mit Privatserver dann, oder was? Beeren muss ich sammeln. Boar-Meat. Bist du ein Boar? Du bist ein Boar. Rar! Bin ein richtig junger Ja-Mann. Kenn ich auch noch. Als ich noch jung war, ja, da hat man sich noch die Battlefield 2 CDs rumgeschoben. Das war die LAN-Party. Ah, war das noch Zeiten, Alter? Damals, als ich dann um 7 Uhr morgens irgendwie heim bin, 2-3 Stunden geschlafen habe und dann einfach weiter bin. So, zocken, fertig. Ach man, heute kann ich das nicht mehr. Alter hat nichts Schönes, Leute. Alter hat nichts Schönes. Ohne meine 10 Stunden Schlaf läuft nichts. Muss man mal so sagen. Ohne 10 Stunden Schlaf bin ich halt wirklich einfach nicht zurechnungsfähig. Damals wäre das egal gewesen. Damals hätte ich einfach instant weitergemacht. Schlaf, wer braucht das schon? Schlaf ist für alte Menschen. So, ich hab's gesagt. Muss man auch einfach mal so in den Raum stellen, ne? Schlaf ist einfach wirklich was für alte Menschen. So, da habe ich eine Quest fertig. Jetzt weiter und mit dem Dude reden. Als Springley. Ja, Mann. Ey. Wir haben LAN-Party beim Kumpel von mir im Keller gemacht. Und, ne, Häuser damals, ja. Also, wenn man heutzutage irgendwie ein neues oder halbwegs
neues Haus hat, dann gibt es LAN-Steckdosen überall. Und im Keller gab es keine LAN-Steckdose. Was haben wir also gemacht? Der Router war im zweiten Stock, aber glücklicherweise direkt über dem, dem Kellerzimmer, wo wir waren. Wir haben das Fenster vom Keller aufgemacht. Wir haben das Fenster oben, wo der Router steht, aufgemacht und haben dann einfach das LAN-Kabel, so wirklich so ein 5 Meter LAN-Kabel oder so, vom Router aus dem Fenster raus in das Fenster unten gelegt und haben einfach das LAN-Kabel außen lang laufen lassen und haben unten einfach einen Switch stehen gehabt, Mann. Alter, das war, ja, das war richtig Knorke. Damals, als man noch Switches und sowas hatte. Ich hab nicht mal mehr eins heute. Ich hab noch meine Fritzbox, die steht hier neben mir. Ja, in meiner Wohnung jetzt gibt's auch keine LAN-Buchsen. Ein bisschen schade. Also irgendwann, wenn ich mal reich bin und mir eine Wohnung kaufe oder ein Haus kaufe oder dann baue, natürlich baue, dann wird da ordentlich LAN-Buchsen gelegt, Alter. Kannst du mal glauben. Sogar im Bad. Da wird einfach im Bad eine LAN-Buchse gelegt. Fertig. Das ist notwendig. Ist wirklich einfach notwendig. So, den habe ich jetzt gerettet. Was auch immer. Okay, da unten gibt es auch noch irgendwie eine Quest zum Abschließen. Ich bin ein bisschen verwirrt, was ich alles tun muss. Irgendwie muss ich Beeren sammeln. Da, guck mal, da ist eine Beere. Sammel die mal. Irgendwas töten. Ne, töten muss ich glaube ich nichts, ne? Doch, Walt Wheatley muss ich noch finden. Ja. Ja, Mann. Du, ich hab früher, mein Bruder saß im Zimmer nebenan. Und damals haben wir, anstatt einfach rüberzugehen und miteinander zu reden, gab's immer ICQ. Ah, oh. Mann, ICQ. Alter. Bin wirklich alt. Wer kennt denn schon noch ICQ? Wer kennt es denn schon noch? Niemand. Niemand. Es benutzt auch einfach niemand mehr. Es gibt's noch. Ich hab letztes Mal geguckt, es gibt's noch. Mein Account gibt's auch noch. Aber da wollen wir mal nicht von anfangen. Hier muss ich jetzt hin. Da bin ich jetzt fertig. Jetzt muss ich jetzt runter zum Tor gehen, glaube ich, ne? Ja. ISN Messenger. Ah, Mann, das war damals noch alles einfach. Altes Symbol von Celebrimbor. Hier. Was wir alles damals hatten, Mann, ne? Man hatte halt auch endlos Zeit. Also vermisse ich auch wirklich einfach. So, mein Hauptproblem damals, ja, war einfach, welchen von meinen Freunden rufe ich jetzt an, um dann von 3 bis 6 mit dem zu spielen, ja? Und dann muss ich um 6 wieder daheim sein, weil dann gab's Essen. So. Und ich hatte einen Kumpel von mir, der wohnte halt, naja, nicht weit weg, aber schon für ein Kind ewig weit weg. Also es waren schon, da lagen schon wirklich irgendwie 10, 15 Kilometer zwischen uns. Und dann bin ich immer nach der Schule mit zu ihm, hab mit ihm Mittag gegessen, hab mich abends von meiner Mutter abholen lassen. Ah, war das schön. Ich vermisse das echt einfach. Ich vermisse das, muss ich ganz ehrlich sagen. So, hier müssen wir mit jemandem reden können. Blackwood. Blackwold. Okay, jetzt muss ich wieder zurücklaufen. Gut. Drachen steigen, ja, Mann. Ich weiß nicht, wann ich den letzten Drachen absteigen lassen. 100 Jahre ist das her. Ja, wir haben. Es war einfach. Es war eine andere Zeit, ne? Mittlerweile habe ich gar keinen Kontakt mehr zu den Leuten. Ich habe neue Freunde. Ist ein bisschen schade manchmal, ne? Man trauert dem so ein bisschen hinterher. Ich denke auch immer mal noch so an meine alten Freunde, frag mich so, was sie jetzt machen, aber. This cannot be. I must write to Brackenbrook at once. Okay. Brackenbrook.
Sehr gut. Ja, cool. Ja, genau, so ein Problem hatte ich auch. Als sie dann in der 7. Klasse alle angefangen haben zu saufen und ich der Einzige war, der halt Alkohol nicht angerührt hat, war ich immer so ein bisschen Außenseiter und dann, ja, ging das halt genauso, ne? Ja, ich würde halt schon ab und zu mal gerne wieder mal was von denen hören, so, was sie so machen. Einfach nur mal so, um noch mal ein bisschen Erinnerung aufleben zu lassen, ne? Hat was. Hat was. Ja, mein bester Kumpel in der Grundschule zum Beispiel, den kannte ich seit dem Kindergarten. Bis zur 7., 8. Klasse waren wir halt relativ unzertrennlich. Und dann hat sich das so langsam verändert, ne? Er ist cool geworden, ich nicht. Ich war dann immer nur so der Yu-Gi-Oh!-Spieler und er halt dann nicht mehr so. Und dann hat sich das alles einfach verändert. Ja, also ich habe mich auch nie richtig abgeschossen. Ich war noch nie betrunken. Wirklich nicht. Maximum war immer mal so ein Glas Sekt an Silvester oder so war immer mein Maximum. Und mehr habe ich auch wirklich nie getrunken. Und nein, ich weiß nicht mal, wie das ist. Ich weiß nicht mal, was ich verpasse. Aber es ist auch gut so. Menschen in meiner Familie haben so ein leichtes Suchtproblem insgesamt. Und da ist es, glaube ich, besser, wenn ich das nicht ausprobiere. So. Brackenbrook, mit dem ich geredet. Und hier gibt es noch irgendwo was. Mal der kleine Dude. Und ein Ring. Wo ist denn jetzt mein Ring hin? Ah, das ist eine andere Quest, okay. Aragorn. You have done well. Habe ich gut gemacht, das finde ich ja schön. I have not the stomach to drink this. Rede ich wieder mit der? What? Did my tea perk him up? I knew it would. So, da muss ich jetzt in die Hunting Lodge und nach runter. Ja, so, liebe Leute, ich würde jetzt aber sagen, ich habe jetzt 2 Stunden knapp gestreamt. Herr der Ringe Online. Vielleicht spiele ich es weiter. Ich bin mir echt noch unschlüssig. Ich werde es aber... Also ihr werdet es ja dann sehen. Alles verkauft. Das war vielleicht nicht so schlau. Zumindest... Die will ich noch. Und das kann ich halten. Bambuselt. Nice. ja, wir sehen uns dann vielleicht morgen. Mal gucken. Vielleicht morgen für das andere dann, ne? Vielleicht mache ich jetzt mal ein bisschen MMOs ausprobieren. Und morgen gibt es vielleicht dann Black Desert, vielleicht Star Wars, vielleicht DC Universe, vielleicht WoW oder vielleicht nochmal Herr der Ringe. Man sieht sich dann. Macht's gut. Auf jeden Fall ganz wichtig noch, danke fürs Zuschauen, ne? Und auch danke für die ganzen Tipps und Kommentare zu Herr der Ringe. Also, wie gesagt, ich werde es noch ein bisschen spielen bei Gelegenheit und nochmal ein bisschen ausprobieren und mich dann entscheiden, ob ich es weiterspielen möchte oder nicht. Macht es gut. Bis dann.